das passt. Ja, ja, liebe Leute, ja, ich tanze gerade mit meiner Motorhaube, mit meiner Testhaube. Nee, Quatsch, ich bin gerade was am Testen. Schaut mal hier, wie ich so stehe mit der Haube, mit meinem dicken Bauch hier. An der Haube scheue ich so dran vorbei. Das ist jetzt ein Test, den ich noch mache, weil ich muss was nachkontrollieren, Leute. Schaut mal hier, mit meinem dicken Plöre hier. Transportiere die. Ja. Ja, wenn ihr euch erinnern könnt, also wir gehen jetzt auf das Video Teil 2, das ist jetzt gerade noch nicht online, aber es wird, denke ich mal, wenn das sich bestätigt, bald online sein und auch dieses Video. Ja, ich habe ja den Test Neovax Nummer 2 gemacht mit dem Infinity Wax Synergy Keramik Wax, genau so. Da hatte ich das ja hier, das Infinity hatte ich hier so drauf. Und daneben hatte ich ja Infinity Wax mit dem Primer. Hier hatte ich dann das Infinity und hier so etwa das Neowax. Beides dann ohne Primer, also rein nur die beiden Wachse. Ja, das passt dann, wenn ich dann hier so, schaut mal hier, wo mein Bauch ist. Oder meine Hosenbund hier so. Schaut mal, das könnte passen. Also ich habe es im Video Teil 2 ja so gedacht, ich habe es ja hier erkannt, ich habe meine Haube, habe ich in einem Regen stehen gelassen oder mal das Regenbeading zu machen und da habe ich die transportiert, so wie ich das gerade gezeigt habe und hier war ja das Neowax so etwa drauf und dann habe ich die Haube. Nachher habe ich die dann wieder in der Garage gehängt, um die weiteren Tests zu machen, die alkalischen Tests, habe ich ja hier gemerkt, hier stimmt was nicht. Da stimmte was nicht. Da war schon zum Teil das Neowax runter, also Neowax ohne Primer. Neowax mit Primer hatte ich ja hier drauf, ne? Auf die ganze, fast die halbe Fläche hier so, Motorhaubenfläche. Und da war es ja hier so in dem Bereich weg und hier hat es noch so schön gebietet eigentlich. Schaut euch mal noch mal Teil 2 genau an, dann wisst ihr, was ich jetzt meinte. Und ich habe das Video, habe ich eigentlich schon fertig, kann ich schon online gedrückt haben, aber ich wollte, ein Abonnent hatte mich schon gefragt, wann kommt das? Ich sage, ich überprüfe das erst. Und jetzt habe ich das mal so gezeigt. Das könnte passen. Und wir machen jetzt noch mal genau den Test noch mal nur mit dem Neowax. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Ich möchte das gerne überprüfen. Und wenn das wirklich so ist, dann ist das echt schade für das Wachs. Ja, wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Bis dann. So, liebe Leute, da stehen wir wieder. Ja, ich habe es schon mal eben aufgebaut hier. Ihr habt es gesehen. Das liegt echt nahe dran, dass ich mit meinem Frack, mit meiner dicken Wampe und das Neowax runtergeholt habe. Wenn das so wirklich ist, also hier ist noch nichts drauf, sag ich mal. Ich mache das jetzt ganz neu, den Test. Nur jetzt mit dem Neowax, das Infinity Wax, lass mal weg. Das wofür auch, wir wollen das Neowax genau unter die Lupe nehmen. Denn das Infinity Wax hat ja soweit alles standgehalten oder besser standgehalten als das Neo 2. Das muss ich jetzt so als Fazit sagen. Schaut mal in Teil 2 ran, wenn es online ist. Und ja, ich laber jetzt wieder viel zu viel. Das Video wird, denke ich mal, wieder mega lang. Also schaltet ab, wenn ihr das nicht mögt. Oder spult vor. Ganz einfach disliken, liken, abonnieren. Natürlich dürft ihr auch. Der Hersteller darf kommentieren. Shops dürfen kommentieren. Egal wer. Nur ein bisschen sachlich bleiben dabei. So, was habe ich jetzt vor? Eigentlich genau das, fast das Gleiche. Wir tragen einmal Neowax alleine auf. Oder erstmal den Primer, den möchte ich auch nochmal testen. Wie weit der bietet. Dann Neowax alleine. Da mache ich eine extra größere Fläche, glaube ich. Weil ich da, glaube ich, noch ein bisschen noch was anderes testen möchte. Und dann Neowax mal mit Primer. Irgendwie so in der Richtung. Die Haube ist ja gecleant. Habe ich mit dem Surfaces Ultima. Also hier
mit dem Cleaner, Neutra und ja, erstmal mit dem Ultima Cleaner hier drüber und dann mit dem Neutra drüber. Und die ist poliert, weil ich habe vom Teil 2, ja, war ja der Primer, dass der auch wirklich runter ist, habe ich jetzt richtig nochmal mit Hochglanzpolitur bin ich drüber gegangen. Also die ist schon so glatt eigentlich. Also können wir so machen, ne? Bis gleich. So, wir kleben mal immer schön ab. Jetzt, was habe ich jetzt gesagt? Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie machen wir das? Nehmen wir jetzt nur diese Fläche, weil wir hier ja abschüssig sind. Oder nehmen wir die komplett. Ich denke mal, wir gehen mal so hier hin, ne? Wir können ja hier den Primer drauf tun, genau, da können wir nur den Primer drauf tun, weil da möchte ich gerne noch einen Test machen. Ich glaube, da machen wir den Primer auch drauf. Dann haben, genau, das so mache ich das. Dann habe ich die gerade Fläche für die speziellen Tests. Neovax mit Primer und dann machen wir noch mal Neovax alleine, weil ich da noch mal auch speziell einen Test machen möchte noch mal. So, das war's dazu. So, wir können jetzt mal erstmal den Primer drauf tun. Also ihr kennt die Reihenfolge, schaut in Video 1 mal rein. Zu dem Neovax und dem Infinity Wax. So, ich schüttel das mal. So, wie gesagt, ich nehme hier ein Südetuch, da bin ich jetzt, ich habe noch die anderen Versionen gar nicht getestet mit Mikrofaserpad. Das Problem ist, das Mikrofaserpad könnt ihr nachher wegschmeißen, weil das der Primer aushärtet. Das habt ihr ja hier an meinen Südtüchern gesehen, hier. Habt ihr noch schöne hart ist das oder härter. Da könnt ihr das Mikrofaserpad wird genauso dann auch aushärten, könnt ihr dann wegschmeißen. Okay, wir probieren das Ganze mal aus. Wir machen mal hier den Primer drauf. Okay, das reicht schon. Ich stelle euch mal eben ein bisschen weg hier. So, dann geht er wie ein Coating da drüber. Lässt sich gut verarbeiten. So. So, das können wir jetzt aushärten lassen. So, können wir ein bisschen drauf lassen. Und dann nehmen wir diese hier, ne? So, machen wir genauso. Jetzt wollten wir ja hier einmal, ja genau, einmal mit Primer und ohne Primer. Dann machen wir hier auch Primer drauf. Hier ist jetzt gut aufgesogen, ich denke mal, das reicht, aber wir können ja noch mal was drauf tun, sonst heißt es nachher, da war nachher zu wenig Primer drauf, deswegen funktioniert das nicht. Und wenn ich hier sehe, ja, so, der lüftet jetzt ab, der Primer, und ja, dann gucken wir mal, machen wir gleich, können wir ein bisschen auspolieren, weil wir haben hier jetzt 15.04 Uhr, 1.3. Sonntag. So, lassen wir mal da stehen. Können wir später auspolieren. Wir gehen jetzt zum Wachs. Da und da machen wir jetzt jeweils das Wachs drauf. So, ich habe hier mal das Wachs. Also die Öffnung ist zu klein. Vielleicht sollte man die 50 ml in einer größeren oder anderen Paneele reinmachen, wenn man da besser rein kann. So, ich tue jetzt das da drauf, nicht dass es nachher heißt, ich habe zu wenig drauf.
Aber man soll es ja ganz dünn verarbeiten eigentlich. Okay. So, wir gehen jetzt hier zu dem Testfeld, auch nochmal schön satt drauf. So, damit der eine oder andere sagen, viel zu viel. Ja, ist ein Test. Ich will mir nachher nicht anhören, das ist zu wenig. So, auch in grob. Dann habt ihr das schon mal grob verteilt. Und dann gehen wir nochmal intensiver drüber. Das riecht ganz gut, der Wachs. Also leicht säuerliches Geruch, so ein bisschen Limette, Zitrone so drin. Ja, das dazu. Also wir haben 15.07 Uhr. Wir können ja schon mal die Primer-Sachen auspolieren. Ja, ich denke mir mal, ist soweit okay, ne? Schaut mal. Ja, ich glaube, hier lassen wir noch mal ein bisschen ablüften. Schaut mal hier. Ja, da habt ihr, seht ihr die Regenbogenfarben? Die müssen erstmal verschwinden. So habe ich das, glaube ich, mal mitgekriegt. Hier seht ihr das auch so leicht in den Streifen von den Primern. Da, das soll, glaube ich, jetzt erstmal ablüften soweit. Deswegen lassen wir noch mal ein bisschen drauf, weil es auch hier, ja, ist 12, ja, 10 Grad sogar, 10,6 Grad. Und auch die Luftfeuchte ist etwas höher. Deswegen lassen wir das mal drauf. Ich komme gleich wieder in ein paar Minuten und dann gucken wir mal. So, da bin ich wieder. Ja, wir haben jetzt 15.30 Uhr. Ich denke mal, das Ganze ist jetzt okay. Wir werden jetzt erstmal die Wachsflächen, ja, mal auspolieren. Ihr habt da so eine ganz leichte Schicht hier. Ja. Können wir mal gucken. Es soll nicht zu lange aus, also unter 10 Minuten oder bis zu 10 Minuten kann man das aushärten lassen und dann wird es schwierig. Ja, wird total easy. Super. Ja. Okay. Ja. Ja. Glatt soweit. Das lassen wir noch. Jetzt noch eben hier. Das fehlt noch. So. Okay. Ich denke mal, das war's. Auch schon glatt. Ja. Wunderbar. Hier, schaut mal. An den Lack können wir nicht drüber gehen. Ja. Okay. Das dazu. Jetzt kommen wir ja zu den Primern. Jetzt gehen wir zu den Primern. Ja, wir gucken mal. Wir polieren das mal aus. Also ich habe bei meinen Tests, meinen anderen Teilen, habe ich den Primer ziemlich schnell auch auspoliert, aufgetragen und dann ziemlich schnell auspoliert wieder. Jetzt haben die noch mal schön Aushärtezeit bekommen. So. Information, wenn ihr das auspoliert habt, können da, egal wie viele Stunden vergehen, können da dann Wachs noch drauf packen. So. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier einen Falschfäller hier. Ja, das ist schon, ja, da ist schon höchstes Limit. Okay, dann tun wir noch mal eben das Tuch noch mal falten und gehen hier rüber, ja. Wie gesagt, ich werde hier ein paar ein bisschen vorspulen.
Mal das auspolieren, das kennt ihr ja schon. Aber ja, ist bei einem guten Coating ja auch nicht anders. Also ich habe schon auch schon Coatings gehabt, die schon angezogen sind. So. So, das war's schon mal. Ich beschrifte mal eben die Felder, nicht, dass ich dann eher beim Test dann wieder was Falsches mache. Für Primer. Und hier war Wachs oder Nummer 2. Nummer 2. Und hier Nummer 2 plus Primer. Ja. So, liebe Leute, wir haben 15.20 Uhr, 1.3. Sonntag. Ja, wie gesagt, die Felder sind soweit fertig, habe ich beschriftet. Und ja, Neowax sagt ja 3 Stunden erstmal warten, bevor wir mit Wasser drüber ballern. Und dann geht's hoch, ne? Erst nach einer Woche ist das erstmal richtig gut ausgehärtet, sodass wir dann auch mit Wäsche drüber gehen können, mit alkalischen Reinigern, wie auch immer. Ich glaube, Wäsche geht, glaube ich, schon nach ein paar Tagen, glaube ich. Das muss ich erstmal nochmal nachlesen. Ja, wie gesagt, wir lassen es erstmal so liegen und dann komme ich irgendwann wieder. Lasst euch überraschen. Stopp, 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 so liebe Leute, ja, mir ist das gerade aufgefallen, wie ich nochmal die Aufnahmen gecheckt habe am Computer. Ja, wir haben jetzt 15.34 Uhr, ja, war mir schon fast klar, dass ich das vergesse. Hier müssen wir ja noch das Neowax 2 auf den Primer drauf machen. Genau, das müssen wir noch machen. Einen Augenblick. Also wie gesagt, ihr könnt mit Primer, ihr könnt auch noch einen ganzen Tag warten oder Tage, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, den Primer und danach ein Wachs drauflegen, das ist egal. Ich denke, wenn man das genauso, wie schon gesagt, wie ein Coating, beim Coating, ja, wenn man das unbedingt haben will, kann man auch einen Wachs drauf klatschen, nach Tagen oder so. Aber ja, genau, wir müssen hier nochmal das Wachs auftragen. Bewegungen. Okay. Ja, genau. So, haben wir es jetzt. Ja, lassen wir jetzt noch mal durch die Luftfeuchte und die Kälte, die wir hier haben, noch ein paar Minuten aushärten. Okay. Ich komme später noch mal wieder. So, da sind wir wieder. Ja, wir haben 49. Habe mich ein bisschen verquatscht. Ich glaube, in 10 Minuten ist das jetzt drauf, das Neowax hier auf dem Primer. Wir nehmen das Tuch, weil das andere Tuch ist mir auf den Boden gefallen und in eine Pfütze. Deswegen nehmen wir jetzt hier. Ja, ach, das geht ja easy. Ich glaube, das war auch so luftfeuchte Temperatur. Das hat jetzt, glaube ich, ganz gut gepasst. Deswegen läuft es so runter. Ja, gut. Ja. Ja, jetzt aber eine schöne Glätte. Wie hier, ja, die beiden, alle drei sind gleich. Ja. Ich würde jetzt, kann jetzt nicht sagen, hier sind besser oder da sind schlechter. Nee, das ist alles, aha, wohl. Also hier bremst das schon mehr, ne? Als hier, meine ich. Ich glaube, das hatte ich auch im Teil 2 auch. Ja, jetzt kennt ihr das vielleicht noch nicht. Habe ich auch so rausgekriegt. Genau. Ja, hier auch. Ja. Das fühlt sich glatter an. Okay. Ja, 15.50 Uhr, 3 Stunden.
Ja gut, jetzt sind die zu. Ja, ist egal, wie lange. Hauptsache, das Neowax ist 3 Stunden drauf. Okay, bis dann. So, liebe Leute, ja, wir haben jetzt ja 20 nach 7. Die 3 Stunden sind voll rum, sage ich mal jetzt. Hier sind nochmal alle Felder. Nichts Negatives gerade, so am ersten Blick nichts zu sehen. Glänzen alle wunderbar. Ja, ich spiele jetzt noch mit der Frage, ob ich euch jetzt so einen kleinen Weeding-Test liefere oder noch bis morgen abwarte, wenn wir hier in die Vollen gehen. Aber ich habe jetzt so gedacht, hier mal eine ganz kleine Ecke nehmen wir jetzt jeweils und dann schauen wir mal. Also das ist jetzt nur der Primer. Schaut mal hier. Hier ist nur Neowax Nummer 2. Und hier haben wir Neowax Nummer 2 plus Primer. Ja. Und hier haben wir nur Neowax 2 nochmal. Ja. Und hier haben wir, wie gesagt, nur den Primer. Meine Güte, das ist ja kaum Unterschied. Und hier haben wir Nummer 2 plus Primer nochmal. Ja. Ich versuche hier irgendwie was Unterschiedliches zu erkennen. Ich sehe das schon. Seht ihr schon an den Ablaufbahnen hier oben? Die gehen ja schon hier so runter. Ich glaube, hier marschieren die schneller los. Ich bin jetzt in der gleichen Höhe. Ja, hier bleiben die Drehe liegen und hier gehen sie runter direkt. Schwer zu sagen, Leute. Hier noch mal den Primer. Guckt da mal an hier, ey. Okay, ja, das war schon mal die ersten Spielereien. Ja, wir sehen uns morgen bei dem Test. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ja, wir haben jetzt 13 Uhr, 2.3. Montag. Ja, gestern Abend habe ich ja den Beading-Test so ein bisschen hier gemacht. Ich wollte jetzt nicht großartig, großflächig machen, weil ich wollte so ein bisschen Abrasivität ein bisschen zurückhalten. Sonst hätte ich die großflächig noch abtrocknen müssen. Ne? Und dann habe ich das nur hier gemacht. Der Hersteller sagt ja, nach 3 Stunden kann man, ist es stabil gegen Reiniger und Wasser. Wasser hatten wir jetzt. Reiniger machen wir heute. Das Reiniger ist das Shampoo. Und der Hersteller sagt auch, nach der ersten Wäsche würde die Performance nochmal gesteigert, weil durch das Neowax noch so ein leichter Ölfettfilm drauf liegt. Und dann, wenn das runtergewaschen ist, wird die Performance noch besser werden. Nach 1 bis 2 Tagen ist es stabil gegen alkoholische Reiniger. Also morgen Abend gehen wir mal mit Isopropanol rüber. Und nach einer Woche ist es gegen Alkalität stabil. Ja, ist ein langwieriger Test. Das machen wir auf jeden Fall. Wir schauen mal und wir wollen ja eigentlich nur den Test machen, ob es wirklich ja gegen Abrasivität stabil ist, weil ich ja beim Neowax ja halt durch den Transport mit dem Frack ja vielleicht hier so ein bisschen gegengescheuert bin und dann habe ich das direkt runtergeholt. Das wollte ich eigentlich jetzt testen, aber ich gehe jetzt mal nach und nach mal die Schritte durch und dann habt ihr auch so nochmal ein Bild, wie das Neowax Nummer 2 wirklich funktioniert und dann der Primer, hier die beiden Felder. Mal schauen. Wir, wie gesagt, wir gehen jetzt hin
und waschen die Haube mit Shampoo-Wasser. Ja, ich hole warmes Wasser. Das löst so ein bisschen noch den Fettfilm besser auf. Okay, bis gleich. So, hier habe ich mal warmes Wasser stehen. Mein Messgerät habe ich hier. Halte ich mal rein. 42,5. Ja. Habt ihr das gesehen? Okay. Also warmes Wasser. Ihr habt da schon gesehen, ich habe hier den Cherry Kick von Sonax hier stehen. Den tue ich jetzt dabei. Da sind jetzt auch so 5 Liter drin. Ja, ich werde jetzt nach Dosierung 2 bis 3 Verschlusskappen auf 10 Liter. Die Hälfte machen wir 1 bis 2, also 1,5. Okay. So, dazu nehme ich dann den Lupus-Handschuh. Der ist auch schön weich. So, als erstes gehen wir hin. Wir gehen jetzt mal rüber zur Haube. Und wir nehmen uns jetzt mal das Feld. Wir nehmen uns jetzt mal das Feld hier vor. Das stellen wir mal weg. Ich wollte mal die Abrasivität testen. Gleich werden wir auch die Haube abspülen müssen. Deswegen passt das jetzt gerade mal. Ach so, ja, hier, unser Block, können wir ja mal gucken, wie weit das ausgehärtet ist, sonst vergesse ich das gleich wieder euch zu zeigen, dann mache ich das jetzt, ja, guck mal hier, das ist schon richtig hart hier, hier ist weich und hier schon wieder härter, ne, guck mal hier, okay, das dazu. Ja, hier machen wir jetzt, gehen wir mal mit dem trockenen Waschhandschuh drüber. Ich habe noch einen von, mit einem Handschuh von Petzolds. Schaut mal hier. Da gehen wir mal, das ist jetzt Mikrofaser. Meine Jacke hier ist aus Baumwolle, meine Jeanshose aus Baumwolle ist was härter. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier was erkennen. Ich gehe mal nur bis zur Hälfte, damit wir gleich noch eventuell, wenn was passiert ist, eine Referenz haben. So, ich glaube, das reicht schon mal. Jetzt gucken wir mal gleich beim Wassertest, ob da was runtergegangen ist. Sollte eigentlich nicht. Mal schauen. Ich schäume das jetzt mal eben auf. So. Okay. Wir gehen jetzt über alle Flächen. Gleichmäßig drüber, ohne viel Druck. Jetzt noch mal so und noch mal so. Ja, alle Flächen reißen auf. Schaut mal hier über die Aufreißpunkte hier. Okay. So, wir spülen das Ganze mal ab. Ja. Schaut mal. So, 13.18 Uhr oder 19 springt jetzt um. Ich habe, glaube ich, schon was erkannt. Jetzt schaut mal hier, genau dieses Feld nehmen wir uns jetzt. Das ist jetzt das wichtigste Feld, was wir überhaupt jetzt eigentlich testen wollten, die Abrasivität. Da, schaut mal hier. Hier nicht mehr, aber da.
Und hier oben ist ja alles okay. Aber hier fängt es an. So, wir gehen jetzt nochmal mit dem Handschuh trocken drüber. Also der ist trocken, da ist auch kein Zeug drin irgendwie, was das angreifen könnte, das Neowax. Also müssen wir schon vertrauen. Wir können auch über die ganze Fläche von mir aus gehen. Wir wissen ja, hier ist noch alles stabil. Wenn hier oben ein Schaden ist, dann wissen wir das auch. Und wenn wir noch unglaubwürdiger sind, dann haben wir ja noch da noch die Fläche. Ne? Also, schaut mal hier. Ich gehe jetzt ein bisschen mit mehr Druck drauf. Dann muss es ja aushalten können eigentlich. Okay. Wir gehen noch mal drüber. Ja, schaut mal hier. Da oben nicht, aber hier. Das ist genau da, wo die Rundung der Haube ist. Aber wenn man hier wischt, dann ist da mehr Widerstand und dann geht man, muss man da drüber gehen. Ja, schaut mal. Also das ist das, was ich gesagt habe. Das ist schade. Das ist echt schade vom Neowax Nummer 2. So, das dazu. So, jetzt haben wir ja hier Neowax Nummer 2 mit dem Primer drauf. Wir können jetzt das Ganze, ich spüle das nochmal ab. So, wir konzentrieren uns auch auf die gleiche Höhe wie hier. Okay, wir gehen jetzt dahin und machen jetzt nochmal den gleichen Test wie hier. Okay, wir gehen auch bis, machen wieder diese Hälfte so. So, jetzt gehen wir mal ein paar Mal drüber, weil der Primer ja auch drunter ist. Vielleicht tut sich da was. So, weil wenn ihr mit dem Auto durch die Gegend fahrt, ne, auf der Autobahn, euch schleudert jetzt der ganze Dreck drauf, da gibt es Abrasivität und dann ist das Neowax schon runter. Also ich gehe nochmal mit Trocknen, oder der ist jetzt schon ein bisschen feuchter geworden, aber da ist kein Reinigungsmittel was drin, sonst wäre es ja hier auch schon anders. So, jetzt gehe ich hier mal nochmal mit ein bisschen mehr Druck drauf. Wir gehen mal über die ganze Fläche, vielleicht kriegen wir da oben auch noch mal was. Es reißt immer weiter auf das Wasser trotzdem. So. Okay. So, jetzt noch mal zur Erinnerung. Schaut euch noch mal das Video Nummer 2 an. Ich werde das online stellen, jetzt nach diesem Ergebnis werde ich das online stellen. Und ja, dann schaut euch mal die äußeren zwei Felder in dem Video an. Da hatte ich ja hier den Primer Infinity mit Primer, ohne Primer und dann Neowax ohne Primer. Und schaut genau diese Szene an, wo ich euch das zeige, dass das runter ist bei dem Neowax. Das befindet sich genau in dem abgeklebten Feld, weil daneben ist dieses Infinity-Wachs und da ist absolut nichts dran zu erkennen. Also das Infinity-Wachs ist in der Hinsicht stabiler. Ich hätte das vielleicht jetzt auch noch in diesem Test nehmen müssen, aber warum? Wir wollen das Neowachs wissen, ob es wirklich so stabil ist. Und wir haben schon erkannt, es ist stabil. Nur allein mit dem Primer. Also das kann ich hier an dieser Stelle schon mal so sagen, was ich so sehe. Auf jeden Fall ist alle meine Beobachtungen, die ich so jetzt an diesem Test erkenne. Wir können noch mal hier drüber gehen. Jetzt gehe ich auch mal mit sehr viel Kraft drüber.
So. So, liebe Leute, wir mussten hier jetzt einen Schnitt machen. Schaut mal auf die Uhrzeit. Ja, die Speicherkarte war voll und da musste ich beim Abspritzen mal eben stoppen und die Karte wechseln. Da habe ich auch gleichzeitig noch mal eben schnell mal die Videoaufnahmen mal eben kontrolliert. Die waren soweit in Ordnung. Wir machen jetzt hier an dieser Stelle weiter im Abspülen. Hier mit dem Handschuhtest habe ich ja hier gemacht und ihr seht hier ja auch den Unterschied, ne? Kanzlerlei, irgendwelche Veränderungen. Hier haben wir nur das Nummer 2 drauf. Also man erkennt gar nicht so wirklich, ist jetzt der Primer noch aktiv oder Neovax 2. Aber wenn wir das Feld ja schon daneben setzen, ist ja schon alles klar. Für mich zumindest klar, dass noch nur noch der Primer drauf ist. Das kann man jetzt nicht beim Beading erkennen, weil das weil der Primer ja schon allein gut bietet. Das sehen wir ja hier oder da. Ne? Neo 2 Primer und hier haben wir ja genau den. Hier, das ist ja gleich. Ne? Da sehe ich jetzt keinen so wirklich großen Unterschied. Auch vom Ablauf hier. Nix. Alles wunderbar. Bis auf hier. Okay, wir machen die Haube jetzt trocken und dann, ja, machen wir was Schönes. So, nehmen wir hier ein Trockentuch, ziehen wir mal hier drüber, machen wir so. Jetzt können wir ja eigentlich mit dem Tuch drüber gehen, also Abrasivität. Jetzt können wir, kann sein, dass wir das hier mit runterholen. Ich hoffe nicht. So. Wir können ja mal hier eben noch mal den Check machen. Ja. So, wunderbar, weil ich es ganz leicht drüber gezogen habe. Ein bisschen mehr Druck, dann wäre es vielleicht runter. Und ich meine auch, dass das, ja. Ich habe schon fast, ja, sag ich mal lieber nicht. So, jetzt ist es dann nass, macht nichts, keine Ahnung. Jetzt, was wir vorhaben, schaut mal die Uhrzeit. Ich habe jetzt nichts dran verändert. So, wir gehen jetzt wieder in eine Tanzstunde mit der Motorhaube. Jetzt wollen wir nochmal die Situation nochmal darstellen, wo das an dem Hosenbund so ein bisschen reibt. Da muss ich jetzt eben Schnitt machen, eben die Haube eben aufrecht setzen. Einen Augenblick. So, liebe Leute, ja, hier sind wir wieder. So, ich habe die mal eben da abgestellt. Genauso wie ich das ja, am Anfang des Videos gemacht habe. Hier, das ist jetzt das nasse Feld. Da können wir uns jetzt dann orientieren. Das ist Nummer 2. Nicht, dass einer sagt, nee, dann ist nicht das Feld. So, wie habe ich die transportiert? Ja, jetzt ist das so ein bisschen anders, glaube ich. Na, auf einer anderen Stelle. Ja, hier, schaut mal hier. Über die ganze Länge von der Haube gehen. So. Okay, jetzt nehmen wir die wieder auf die Böcke. Einen Augenblick. Okay, ich hole den Schlauch und dann gucken wir mal. Okay. Schau mal. Da habt ihr. Das ist das Phänomen, was ich hatte in dem Habt ihr gerade hier gesehen, am Anfang, habt ihr das gesehen vielleicht, da war auch erst so der erste Eindruck, oh, da ist es weg, aber es hat sich erholt, weil, ich denke mir mal, der Rest vom Neovax saß noch drauf und den habe ich jetzt gerade runtergespült und dann traf das auf die Primerschicht. Obwohl ich hier doch schon was anderes erkennen.
Hier erkenne ich auch eine kleine Verletzung. Ja. So. Hier oben ist noch. Ich setze euch mal näher ran. Hier oben ist ja alles klar, weil ich ja mehr hier geschrappt bin mit der Hose. Ja, und die Primer-Sachen sind noch alle gut. So, liebe Leute. So, liebe Leute, ja, ihr habt das Ergebnis hier soweit erstmal schon mal gesehen. Also das, was ich vermutet habe, hat sich meiner Meinung nach bei meinem Test jetzt erstmal eigentlich rausgestellt, also bestätigt. Abrasivität, ganz leichte nur mit dem trockenen Waschhandschuh, ist das Neowax allein schon ja, beschädigt, runter. Ich habe es euch ja in verschiedenen Feldern hier ausprobiert, hier auch mit dem Primer. Da war noch alles gut, aber gerade hier bei den beiden Feldern ist es runter. Hier habe ich es euch mal an dem Feld, habe ich es ja euch gezeigt mit dem Transport der Motorhaube, wenn ihr hier so schön ransteuert an meinem Pulli, ist das Neowax runter. Hier haben wir ja auch schon, ja, ich habe es vermutet gehabt, dass durch den Handschuh ja auch das Neowax runtergetragen worden ist und jetzt nur noch die Primerfläche da ist. Beim Abspülen, schaut mal in dem Video, habe ich extra nochmal darauf hingewiesen, dass es eventuell das Neowax gerade runter ist, weil wie ich den Strahl draufgesetzt habe, da war es auch irgendwie komisch und dann auf einmal drehte sich das Ergebnis um. Ich denke mir mal, dass dann noch so ein paar Reste von dem Neowax drauf waren, die ich dann runtergespült habe und dann traf das auf der Primerfläche auf und dann war es wieder hier wunderbar schön. Aber wir haben hier eine kleine Macke irgendwo. Jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, okay, vielleicht konnte der Primer nicht richtig aushärten oder auf das Neowax vielleicht nicht, aber der Hersteller sagt ja, nach 3 Stunden kann man mit Reiniger draufgehen. Ich habe Shampoo-Wasser genommen und ja, alkalischen Test können wir noch machen. Da muss ich noch ein paar Tage warten, dann kann ich den Test weitermachen. Können wir ja noch mal ausprobieren, vielleicht. Wir haben ja noch schöne Stellen da, auch hier oben noch. Können wir noch mal den gleichen Test machen mit der Abrasivität. Vielleicht ist es doch wirklich der Grund, dass es vielleicht noch nicht wirklich ausgehärtet ist. Ja, dann bleibt bitte dran. Ja, in ein paar Tagen sehen wir uns vielleicht. Okay, tschüss. Hallo, herzlich willkommen bei BBAutoschmied Gepoliert. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, wir haben Sonntag, den 8.3. eine Woche schon vorüber. Ja, dann ist so bei den Test so, ne? Da muss man eine Woche warten, bis man weiterkommt, ne? Aber das macht nichts. Ja, wie ihr euch noch erinnern könnt oder gesehen habt, Primer Nummer 2, Primer und Nummer 2, Nummer 2 Primer. Ja, ich wollte das wirklich mal erstmal rausfinden, wie gut der Primer performt. Das hatte ich ja im ersten Teil oder jetzt auch im zweiten Teil nicht getestet. Und jetzt wollte ich das nochmal speziell testen, nur mit dem Neowax 2 auch zusammen, kein anderes Wachs noch dabei. Es geht ja um das Neowax 2. Ja, also der Primer, alles hat so gut funktioniert am Anfang, haben wir ja gesehen. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen getestet, ne? Hier ist es schon fast runter mit dem Waschhandschuh, nur mit dem trockenen Waschhandschuh mal leicht drüber. Also bei der Wäsche geht das nicht so leicht runter. Ich denke mir mal, wenn ihr ein bisschen mehr Druck ausübt vielleicht. Denn ihr habt ja noch die Shampoo-Schicht zwischen Lack und Handschuhen, also eine Gleitfläche. Und da ist die Abrasivität nicht so hoch. Und deswegen habe ich das mal mit dem Trocknen gemacht, weil ich ja auch an dem Frack hier mal dran vorbeigescheuert bin, wie ich die transportiert habe. Deswegen ist das im Teil 2 auch so runter. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, ihr habt es ja gesehen, in Teil 2 habe ich jetzt gestern Samstag veröffentlicht. Ich wollte das jetzt erstmal so lange zurückhalten, bis ich jetzt ein bisschen Näheres weiß. Und ja, das kann ich fast bestätigen eigentlich. Deswegen lasse ich Teil 2, habe ich öffentlich gesetzt. Und wir machen jetzt
Teil 3 noch ein bisschen rauskitzeln, was wir hier rauskitzeln können. Und ich versuche das so schnell wie möglich online zu stellen, damit der Abstand zwischen Teil 2 und 3 nicht so hoch ist. Sonst weiß man nachher nicht mehr, worum es geht so wirklich. Und ja, das machen wir jetzt hier. Wir haben gesehen, ja, hier die Schwäche ist schon fast runter, nur im trockenen Handschuh. Hier hab ich dann den Transport nochmal gezeigt, mit meiner Haube getanzt. Ne? Und da haben wir ja auch hier eine Schwäche gesehen, ne? Hier gerade hier. Weil das hier auch Nummer 2 nur ist, hier ist mit Primer. Hier hatte ich da auch gedacht, hier ist auch so eine kleine Stelle. Aber das kann jetzt sein, habe ich ja gesagt, vielleicht ist der Primer noch nicht richtig ausgehärtet oder das Wachs nach 3 Tagen, vielleicht braucht es doch noch länger. Und deswegen haben wir nochmal hier 7 Tage gewartet und werden jetzt nochmal spezieller auch alkalisch Test machen. Also das Video wird doch fast genauso lang wie das Teil 2, also über eine Stunde. Also abschalten, vorspulen, ihr könnt alles machen. Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren. Ja, könnt alles machen. Und für die, die es interessiert, die bleiben dran und schauen sich das nochmal ein bisschen an. Also, ich habe auch schon Kommentare gelesen. Also, da sind doch schon, glaube ich, ein paar Leute dabei, die auch Probleme mit dem Neowachs so leicht haben, dass es doch nicht so wirklich hält ohne Primer. Okay. Ich rücke euch näher ran und dann machen wir weiter. So, ich denke mir mal, wir machen jetzt nochmal eben den Wassertest. Dann können wir mal gucken, wie die Fläche sich verhalten hat in dieser einen Woche. Ich habe die auch teilweise draußen unter dem Dach natürlich, unter dem Terrassendach stehen gehabt. Weil auch jetzt in den letzten Tagen war so ein bisschen mehr Sonne auch. Okay. So, das ist die Fläche mit dem Handschuh, mit dem trockenen Handschuh. Neowachs Nummer 2 ganz alleine mit Primer. Ja. Ja, seht ihr? So, hier haben wir auch nochmal Neowachs 2. Hier war ich ja, habe ich ja mit der Haube wieder getanzt und bin dann mit dem Frack immer da dran geschraubt, ne? Und hier haben wir nur den Primer. Ja, also hier ist so nichts. Und hier haben wir noch mal den Primer hier außen. So, schaut mal hier, sieht es doch wunderbar aus. Neowachs 2 plus Primer und dann die Primerflächen hier angegriffen. So, ich glaube, ich wasche nochmal die Haube. Dann können wir mal sehen mit neutralem Shampoo, ob sich da auf dem Neowachs hier oben nochmal was tut. Bei einer normalen Wäsche. Und dann gehen wir immer eine Stufe höher. So, ich habe hier klares Wasser. Das ist kalt diesmal. Brauchen wir ja nicht warm haben, weil die Fettschicht von dem Neowachs ist ja schon runter eigentlich. Wir tun hier so, jetzt haben wir hier einen trockenen, sauberen Petzolds-Handschuh und gehen auf die Fläche. So, okay, machen wir hier so einen Streifen. Gehen wir jetzt ein paar Mal drüber, ohne viel Druck. Hier seht ihr schon an dem Primer hier oben zieht schon ziemlich viel weg. Hier bleibt noch mehr Schicht auf. Hier Neo 2 Plus Primer ist auch schon viel weggezogen. Hier Nummer 2, ja, das ist schon, ja, das ist so gleichmäßig mit dem hier. Oder noch, ja. Und hier haben wir den Primer, hat auch schon ziemlich weggezogen hier. Ohne viel Druck. So. Jetzt können wir das Ganze mal runterspülen. Ja, hier oben haben wir eine. Hier oben
ist es runter, da aber nicht. Okay. Auf den anderen Flächen ist noch okay. Außer da, das verstehe ich nicht. Leichter Druck. So, das sieht gleich aus. Also jetzt sehen die Flächen ziemlich gleich aus. Also da zieht sich jetzt nichts zusammen. Ich gehe noch mal drüber. Ja, seht ihr? Leichte Verletzung haben wir da. Meine ich, Gesichtsrahmen. Also hier schon eher runter, ne? Hier weniger. Also das ist jetzt die dritte Wäsche quasi. Okay. Ja, da haben wir schon. Je nachdem, wie viel Druck ihr auf dem Handschuh ausübt oder so, kriegt das schon mal drunter. So, das war's da. Die anderen Flächen sehen ja noch gut aus. So, wir machen das wie in Teil 2. Wir gehen jetzt mit 1 zu 10 Grits da mal drüber. So, ich werde jetzt genauso eine Linie ziehen. Okay. Und werde das dann einreihen. Und vierte Bahn. So, und ich sehe schon hier auf der Primerfläche, da zieht weg. Hier auf Neo 2 bleibt drauf. Plus Neo 2 plus Primer zieht weg. Nummer 2 bleibt stehen. Hier haben wir auch schon weggezogen. Da seht ihr, die Neo 2 und die anderen sind alle okay. So, wir gehen jetzt mit Green Star 5, machen die nächste Runde. Hier so etwa machen wir die dann. Okay. Also Green Star 1 zu 10 sind so 8, 9 glaube ich. pH habe ich ja alles schon gemessen. Und 1 zu 5 ist auch so 9. So, die zweite Runde und die dritte Runde und die vierte Runde. So, ja, hier merke ich auch schon viel mehr weggezogen. Da bleibt es drauf. Hier ist auch schon etwas abgezogen. Hier steht es auch noch drauf und da zieht es auch schon weg. Das ist nur so pH von 9. Ne? Neowax sagt ja bis zu 14, aber dann sagen aber nicht wirklich dazu, das hat mit deinem 1. Okay. Ja, auch hier bei beiden hier die Kombination auch drauf. Jetzt weiß man nicht, ist das Wachs jetzt runter oder läuft jetzt nur noch der Primer. Aber wenn man das sieht, der Primer, wie das da aussieht, keine Ahnung. So, jetzt haben wir 1 zu 5, 1 zu 10. Jetzt haben wir noch 2 Reihen, können wir noch so machen. Ne? Da gehe ich jetzt mal mit einem anderen Mittel drüber. Den hier, den Reactive Cleaner von Surfaces. Da können wir auch mal den pH messen. So, den habe ich mal hier in dieser Sprühflasche getan. Wir schauen mal hier. Ja, aber ich mache so rum am besten. Ne? Guck mal hier, direkt dunkel.
direkt fast schwarz. So, schaut mal hier, die Skala. Ah, das wird... Ah. Ob das jetzt darum ist, das ist bei den Teffstreifen ist das nicht hundertprozentig. Also ihr habt da noch Verschnitt dabei. Ne? So, wir machen dann auch mal hier so einen Streifen. Also. Ja, die billigen Köpfe sind nichts für so hochakranische Sachen. So. So, ich nehme mal ein neues trockenes Tuch. Drei und die vierte Runde. So, schauen wir mal. Schaut mal hier. Hier weniger. Da mehr, da weniger, da auch runter. Also hochalkalische Primer mag der nicht. So, jetzt würde ich ungern den nächsten nehmen, aber den nehmen wir auch nochmal. Den habe ich euch ja gezeigt. Der ist auch sehr stark. Also der ist auch sehr stark, schaut mal, der wird auch direkt schwarz, ne? Schaut mal hier, genauso wie der Reactive Cleaner. Der ist sogar noch schwer, noch, der ist auf 14 richtig hoch, ne? 13, 14, der andere war mehr 12, glaube ich, ne? Ja, da ist der Reactive Cleaner, ja gut, der ist jetzt schon eingetrocknet, dann ist schon zu lange, liegt der jetzt schon. Ja, sehr hochalkalisch. So, ihr könnt damit schön den Motorblock mit sauber machen, ölige Sachen. So, also hier, der zerstört den Kopf direkt oder einen Tag stehen lassen. Darum habe ich jetzt einen roten, einen Tag hatte ich einen anderen Sprühkopf drauf. So, hier nehme ich auch wieder ein trockenes, anderes Tuch. So. Ich kann mal die Kante hier noch mal gehen. So, wir spülen ab. Ja, schaut mal. Bis runter, ne? Ob er hier das hier so alles löst, was noch drauf ist, aber glaube ich nicht, weil er ist eigentlich genauso wie der Green Star 1 zu 5 oder so. Trockenes Tuch wieder. Wir müssen jetzt die Nummer 2 Felder alle komplett weg sein. So, wie ich ja gerade gesagt habe, die Felder sind weg. Neovax 2 ist weg. Die Mitte Primer ist noch drauf. Außer jetzt da, wo ich jetzt mit den hochalkalischen dran gegangen bin hier. Wir können jetzt noch mal komplett mit dem Reactive Cleaner drüber gehen. Ja,
schaut mal hier die Felder. Hier ist noch hier und da was drauf auf den Primerfeldern. So, ich mache mal die Streifen ab. So, da gehe ich nochmal mit dem Hardcore von Customs drüber. So, und dann gehen wir nochmal drüber. Okay, ihr seht, ja, ist so überwiegend runter, ne? Wir haben hier oben Stellen, genau da war ich vielleicht nicht mit dem Lappen so richtig intensiv. Okay, das war's. Willkommen zum Fazit. So, liebe Leute, willkommen zum Fazit. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr so eine Ausdauer habt, mir zugeschaut habt bei diesem Test. Für mich war das jetzt erstmal wichtig, Teil 3 zu machen. Teil 2 habe ich jetzt gestern veröffentlicht, wie gesagt, weil ich einfach erstmal abwarten wollte, wie das hier abläuft. Ne? Deswegen habe ich Teil 2 jetzt erstmal nochmal zurückgehalten gehabt, aber es hat sich so ein bisschen bestätigt. Also ihr konntet es das selber sehen hier an dieser Schwäche mit dem trockenen Waschhandschuh. Einmal nur oder ein paar Mal eben drüber gereicht, dann ist es schon runter. Mit der Shampoo-Wäsche nachher war es ja dann auch schon runter mit ein bisschen Druck. Ne? Normale Handschuhwäsche geht, aber wenn du schon ein bisschen mehr Druck drauf legst, dann ist es schon ja, angegriffen, sag ich mal. Ja, die ganzen Sachen hier, Primer, die wollte ich auch noch testen, ne? Habe ich auch noch nicht getestet gehabt. Alleine schon performt der ganz gut, voll die Performance. Ihr konntet ja auch an dieser ganzen Testfelder sehen, sah alles gleich aus. Egal, ob du jetzt Neowax alleine hast, Neowax mit Primer, nur den Primer, alles wunderbar. Aber dann kommt bei dem Test die Standfestigkeit, ne? Haben wir ja gesehen, wie gesagt, mit meiner Kleidung schon leicht runtergerapscht. Ja, schade für Neowax 2, würde ich jetzt mal an dieser Stelle sagen. Also, dass es doch so unstabil ist, habe ich jetzt nicht für möglich gehalten. Muss dazu sagen, ist in diesem Test so passiert. Muss bei dir nicht passieren. Nur, ich habe es jetzt auch schon kommentartechnisch schon von anderen gehört, dass es bei denen auch nicht so wirklich lange hält. Und ja, der Primer, top. Das ist ja schon Base Coat oder leichtes Coating quasi, was ihr da drauf tut, was ziemlich gut bietet. Deswegen kann man auch nachher nicht sehen, ist das Neowax runter oder nicht. Oder performt nur der Primer. Deswegen wollte ich in diesem Test das mal richtig schön zeigen, was die einzelnen Komponenten können, wo die Unterschiede liegen. Und wie die sich beeinflussen, das habt ihr jetzt in den ganzen Test gesehen. Ihr müsst richtig, also mit alkalischen Reinigern dran gehen, um den Primer runterzuholen. Ihr könnt auch eine Finish-Politur nehmen oder Meguiar's Wash und Plus, aber da müsst ihr richtig ackern. Ne? Also das habt ihr ja gesehen, mit richtig mehreren Wäschen geht das. Oder mit hochalkalischen Sachen. Ja, beim Neowax alleine, ja, das ist sehr unstabil, wie gesagt. Schon allein kleinste Abrasivität holt schon das Neowax 2 runter auf dieser Haube. Sage ich nochmal, auf dieser Haube. Und stellt euch mal vor, ihr habt Neowax 2 drauf, gerade im Sommer, da freut man sich. Ne? Schönes Wachs, finde ich auch schön für den Sommer, ohne jetzt so eine Chemiekeule noch darunter zu legen. Schöne Wachse sind immer schön für den Sommer. Und ja, ihr parkt in eine Parklücke, neben mir parkt einer, der ziemlich eng oder wie also so. Und ja, der steigt ein, rapscht an euer Auto vorbei und ihr habt ganz Neowax runter. Nummer 2 habt ihr dann runter. Wenn ihr den Primer drunter liegen habt, seht ihr das ja nicht. Da merkt ihr ja nicht. Auch wenn ihr den Waschboxfahrt abspült, das perlt ohne Ende. Nur ihr wisst nicht, ist jetzt das Neowax 2 runter oder primt jetzt nur noch der Primer? Oder perlt der Primer nur so? Ja, da müsst ihr mal überlegen. Also, ja, mein Fazit, mein persönliches Fazit ist, es ist schade für das Neowax 2. Da war ja viel rundherum schon angekündigt und mit Beta-Version und zig und hab
viele Tests wurden da wohl gemacht, jahrelang wurde getestet, aber leider würde ich jetzt mal sagen, es ist doch nicht so für mich das beste Wachs jetzt im Moment. Ihr habt ja ein Infinity Max. Gut, Infinity Max war jetzt auch mehr Chemie, ne? Hält auch stabiler, konntet ihr ja hier sehen, ne? Also die gleiche Voraussetzung hatten ja beide, ne? Also ist ja beides dran vorbeigerapscht die ganze Zeit, aber genau in diesem Feld war es runter. Beim Neovax 2. Ja, ich mach mal Schluss, wa? Ja, wenn ihr noch irgendwie Erfahrung gesammelt habt mit Neovax Nummer 2 oder mit dem Primer, wie auch immer, könnt ihr mir gerne in die Kommentarbox unter dem Video schreiben. Ist auch vielleicht interessant für andere Zuschauer, die das Neovax 2 haben. Ich habe mein Bestmögliches gemacht. Wie gesagt, der ganze Inhalt dieses Videos und die anderen Videos sind rein von mir ausgehend, rein von mir aus, meine persönliche Meinung, mein Test, meine Haube, mein Lackierzustand. Bei euch kann es alles vielleicht wieder anders ausschauen. Vielleicht kommen manche gut damit klar. Das ist mein persönlicher Test. So ist es bei mir abgelaufen. Ich sage das jetzt richtig streng zum Schluss nochmal. Denn dann gibt es wieder Ärger irgendwie, denke ich mal. Nicht Ärger, aber dann weinen wird nachher wieder groß. So, jetzt gehe ich. Tschüss. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren. Danke. Tschüss.